das fällt einem immer auf, wenn man an irgendwie einer großen Straße steht. Es sitzt immer nur eine Person im Auto. Deswegen sehe ich Individualverkehr sehr kritisch. Gleichzeitig ist die Verkehrspolitik in der Stadt katastrophal. Zum Beispiel Fahrradwege, die plötzlich in parkenden Autos enden. Hier würde ich am Rand viel zu viele Autos haben. Von hier kann man zumindest nicht auf die Straße blicken, außer wenn ich geradeaus gucke. Ich ging in der Sonnenallee in die Schule und dann war vor der Schule, gab es so eine Mittelinsel. Ja, da konnte man natürlich wunderbar Rundstrecken rennen. Der neueste Trick ist natürlich jetzt, wenn Sie parken, halbes Auto auf dem Fahrrad, halbes Auto in der Straße. Es ist immer was Neues. Das ist ein Beispiel hier, finde ich, für Fahrradfahrer besonders schwierig. Lieferverkehr auf beiden Seiten. Sagen wir mal, da vorne dicht machen würde ich. Ja, das würde es ja schon beruhigen. Ich würde breitere Bürgersteige machen, weniger Parkplätze, diese Parkplätze viel für Sharing-Angebote reservieren. Man könnte vielleicht irgendwo, wo viel Platz ist und nichts Grünes steht, was man da nicht fällen muss. Da würde ich dann vielleicht noch einen Parkplatz bauen. Dann würde man sich mehr mit dem Fahrrad bewegen als mit dem Auto. Außerdem gibt es kaum Parkplätze für Fahrräder. Das heißt, wenn ich mir jetzt ein Lastenfahrrad zulegen wollen würde, ich wüsste gar nicht, wo ich es hinstelle.